Als Maria und Josef im Dezember 2020 nach Klein-Hintersdorf kamen, hatten sie nicht damit gerechnet, wie einfach es sein würde, spontan einen Ort zum Übernachten zu finden. Aufgrund einer weltweiten Pandemie hatte die Hotelbranche etwas zu leiden, denn die Menschen blieben zu Hause. Ein recht freundlicher Mann namens Peter, der im Gasthaus an der Anmeldung hätte stehen sollen, schrak im Hinterzimmer aus einem gemütlichen Nickerchen auf, als er das Glöckchen der Tür hörte. Das war in der heutigen Zeit ein unerwartetes Geräusch. Er begrüßte das Ehepaar, das augenscheinlich sehr bald ein Kind bekommen würde, und gab ihnen freie Wahl über alle Zimmer des Gasthauses. »Danke, guter Herr«, sagte Josef. »Wir nehmen ein Zimmer hier im Erdgeschoss. Wir erwarten später wohl noch Besuch. Dann müssen die nicht erst die Treppe hoch.« »Kein Problem. Hier ist der Schlüssel für Zimmer 16.« Und Peter drückte Josef einen großen Schlüssel mit goldenem Bommel in die Hand. »Eins noch«, fing Josef an. »Ich weiß, es scheint etwas ungewöhnlich, aber haben Sie vielleicht eine kleine Futterkrippe?« »Futterkrippe«, rief Peter verdutzt und fragte scherzhaft hinzu, »ja, sind Sie denn auf dem Esel hergekommen oder wie?« »Sind wir«, bestätigte Maria und lachte über Peters Gesichtsausdruck. »Er steht draußen, aber die Krippe brauchen wir für das Kind. Wir wollen es hineinlegen.« Sie deutete auf ihren runden Bauch. »Ach so, wir haben doch einen kleinen Stubenwagen. Den kann ich Ihnen gerne auf das Zimmer bringen, wenn das Kleine da ist.« »Hm, ja, nee, ich weiß nicht«, überlegte Josef. »Eine Krippe haben Sie nicht?« »Wieso muss es denn unbedingt eine Krippe sein?« »Das ist eine längere Geschichte.« »Also, wir wussten ja bis eben noch gar nicht, wo wir bleiben und wissen außerdem nicht genau, wer uns überhaupt besuchen will. Praktischerweise gibt es eine Prophezeiung, in der es heißt, unser Kind wird in einer Krippe liegen. So Prophezeiungen erfüllen sich meist erfahrungsgemäß von selbst, aber es scheint heutzutage nicht von Krippen zu wimmeln«, erklärte Maria. Peter stand da, mit großen Augen starrte er sie an und bewegte sich für einige Sekunden gar nicht. Kurz fragte er sich, ob dieses unwahrscheinliche Ereignis dieses kalten Wintertages nur ein Traum sei und er noch immer auf seinem Stuhl im Hinterzimmer döste. Doch so viel Fantasie traute er seinem eigenen Gehirn eigentlich nicht zu. Gerade als er seine Stimme wiederfand und sagen wollte, begriffen Maria und Josef, dass ihre Erscheinung wohl ein wenig zu überfordernd auf den armen Peter wirkte. Und Josef sagte, »Na gut, wir gehen erstmal auf unser Zimmer. Maria muss sich ausruhen. Und es wird sich schon alles finden.« Er schien voller Vertrauen und lachend setzte er hinzu, »Danke, Peter. Sie sind uns eine große Hilfe.« Peter schaute dem ungewöhnlichen, aber netten Paar perplex hinterher und beschloss, die Sache zu verfolgen.